Hey Leute, weiter geht's mit Max Payne 2. Wir sind, wo ist es denn? Teil 3, Kapitel 1. Zu zäh, um zu sterben. Erwachen aus dem amerikanischen Traum. Erwachen aus dem jamaikanischen Traum. Wir haben keine Waffe, wir müssen uns erst eine besorgen. Ich nehme auf, ja. Okay, schnell. Schnell sein ist wichtig. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher. Ja, das stimmt. Ich verstehe schon. Verstehe das Konzept. Wir müssen schnell hier raus. Müssen uns schnell eine Waffe besorgen. Faustkampf gibt es nämlich nicht. Keine Sorge, das habe ich. Sowas habe ich nicht übersehen, ausnahmsweise mal. Okay, wo müssen wir hin? Ist gerade nicht die richtige Situation, um den Weg nicht zu finden. Mr. Payne. Mitchum erst hier. Da werden gerade die Krankenschwestern umgeballert. Was soll denn das? Wir können die halt nur so umwerfen, weil wir so eine umwerfende Persönlichkeit sind. Da. Ja, fast. Fast wäre es das gewesen. Jetzt ist es soweit, Payne. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt bist du dran. Okay, einfach schnell. Renn ruhig weg, du kommst nicht weit. Renn heim zu Mutti. Bin ja auf dem Weg. Ich habe ihn verloren. Sie haben getan, was Mr. Payne sieht. Mitchum, erst hier. Schnapp ihn. Fuck. Okay, Intensive Care Unit wäre offen. Boah, das ist echt eine knallharte Stelle hier. Jetzt hat er mich schon erwischt. Erwischt. Jetzt bist du dran. Na, wobei, hier geht's auch rein. Ach, das ist derselbe Raum. Ja, hier waren wir eben. Recovery vielleicht, oder? Wo ist er? Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und passe auf, dass er nicht vorbeikommt. Mach ihn fertig. Klingt nach einem Plan. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffe fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Wenn ich sie erreichen könnte, könnte ich zurückfeuern. Oh, wir haben es, Leute. Wir haben es geschafft. Aber ja, das ist so ein Bereich, vor dem ich Angst habe, beziehungsweise nicht Angst habe, von dem ich wusste, dass wir hier halt alle Waffen verlieren werden. So. Alter! Ja, es ist ein Krankenhaus. Es sollte genug Schmerzmittel für alle geben. Nur nicht für mich. Wenigstens wieder... Oder Hauptsache die Kalaschnikow. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Hallo. Sie haben einen Tumor im Gehirn. Der macht Sie verrückt. Wir müssen sofort... Ich sage, wir hätten das schon früher machen müssen. Im Van wurde es langsam heiß. Oh, oh. Er hat... Ihm ist da was runtergefallen. Ja, wenn wir hier jetzt keine Waffe hätten, wären wir sowas von tot. Hallo, ich bin Maximilian Schmerz. Uah! Explodieren die eigentlich? Oh oh.
Schätze, das heißt ja. Okay, unsere liebe Uzi steht uns glücklicherweise zur Seite. Oh oh. Wäre zu schön gewesen. Alter! Puh! Das waren nicht gerade wenige. Das waren sie, oder? Nee, der lebt noch. Das war intensiv. So, hier scheint nichts zu sein. Ah, neue Waffen. Schön. Auf der Baustelle war ich bereit gewesen zu sterben. Es würde keine Antworten geben. Keine zweite Chance. Nichts würde in Ordnung gebracht. Ich musste den Fall allein lösen. Immer noch war Mona die Antwort. Aus den Augenwinkeln konnte ich sie erahnen, fühlte ihre Gegenwart, wo immer ich auch war. Ich versuchte ihren Weg, den gewundenen Pfad der magischen Kugel in ihrem Kopf zu verfolgen. Ich konnte sie nicht finden. Ich verließ die Stadt in die Richtung, die Mona mir gewiesen hatte. Zu einem Mann, dessen Spezialität Antworten waren. Die Architektur von Wurdens Anwesen hatte ihren Ursprung in der europäischen Dunkelheit. Genau wie der innere Kreis. Mr. Payne, ich habe Sie erwartet. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen, Liebe. Was ist mit Mona Sex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe. Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Venigor Nitti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hatte. Vlad hatte gelogen. Die Cleaner waren seine Leute. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Cognetti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Auf Kollisionskurs. Zu seinem Panic Room. Um vom Schicksal zu sprechen, Vlad hatte bei seinem Plan, mich umzubringen, um meinen Segen gebeten. Ich konnte nur auf Vlads Schritte reagieren, hinter ihm aufräumen. Mehr nicht. Okay, was kommt jetzt? Okay. Hey du, du da! Wir haben geschlossen. Verschwinde, Bulle. Der Boss ist nicht da. Ohne Durchsuchungsbefehl hast du hier nichts zu suchen. Ich musste durch das Gebäude zu Vlads Büro, um zu sehen, ob er dort war. Hast du verstanden? Hau verdammt nochmal ab, Bulle! Max will's demonstrieren. Hui, damit habe ich nicht gerechnet. Wo kam der her? Da. Den guten Herrn hatte ich eben übersehen.
Oh Gott. Sehen zu eins, dass Max Payne sich den Boss holen will. Erkennst du mich, Sheriff? Ich bin's, Mike. Bin wohl doch ein Bösewicht. Wie Billy the Kid. Schnappt euch eure Waffen. Erledigt ihn. Alles klar, Mike. Mit dem Unterschied, dass du heute erledigt wirst. Oh, das Ding wirkt geil. Was zur Hölle ist das für eine Waffe? Einmal mehr konnte Captain Baseball Bad Boy der Falle des Dämonen entkommen. Aber wird er Bicycle Helmet Girl retten können, bevor... Ich wollte gerade sagen, ja, das ging ja jetzt eigentlich. Erneut in Vlads Anwesen. Vlads Nachtclub. Dieses Mal ist alles nicht ganz so angenehm. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Ups. Bin nur gestolpert. Ah, fuck. Die One-Hitten mich. Puh. Und er sieht uns, wie wir seinem Arsch auflauern und ihn umnieten. Hast du das gehört? Nein, und halt besser die Klappe, damit er... Da! Ich wollte eigentlich was Cooles machen. Nein, und halt besser die Klappe, damit er uns nicht hört. Ich schaue besser einmal nach. Da! Das lief nicht wie geplant. Da sage ich nur bestimmte Munition, die ich für diese Waffe benötige. Eine, die ich vielleicht besser in einer anderen nutzen würde. Ich weiß es nicht. E-Voice ist doch auch nicht. Oh! Wow, das hat funktioniert. So, hinten war noch einer. Da. Gut, auf die Distanz ist dann vielleicht doch ein Sturmgewehr eine bessere Idee. Ups, da geht's nicht durch. Was? Was war das dann? Hat der einen Molotow? Ja, das war ein Molotow. Molotow locker an meiner Schulter vorbeigeworfen. Nicht sehr nett, diese Leute. Wo sind die? Was? Die M4 und die Kalaschnikow haben unterschiedliche Munition? Ich dachte, Waffen, die auf demselben Slot liegen, haben dieselbe Muni. Oh. Ja, nur so, bist du behindert? Fuck.
Du da! Was? Das war unerwartet. No. Es wird immer schwieriger, dieses Spiel. Okay, andere Waffe. Diese. Das lief doch jetzt vernünftig. Die Vans des Reinigungsunternehmens, die Overalls. Die illegalen Feuerwaffen. Die Beweise dafür, dass Vlad hinter allem steckte. Ich höre noch immer Schüsse. Ist er immer noch nicht tot? Lords und Ladies vorgesetzt. Ja, Lords und Ladies. In Deckung! Natürlich ist er nicht tot. Ich bin erst am Ende. Warum, Bray? Ich bin hier. Im Büro vom Boss. Kommen Sie, ich warte. Bringen wir es hinter uns. Okay, hua. Auf zu Vlad. Warum da? Ei, nun steh! Ups. Ups. Munition. So. Warum dauert das so lange, Sheriff? Angst? Vlad und Mona waren auf Kollisionskurs. Fand ich den einen, war die Chance hoch, auch den anderen zu finden. Vlad wollte zu Vinny. Ich brauchte nur seiner Karte zu folgen. Sie haben eine neue Nachricht. Vlad, ich bin's. Wo bist du? Ich brauche dich. Ich bin jetzt unterwegs zur Baustelle. Winterson. Ich tue es. Ich erledige beide für dich. Ich weiß es nicht. Ist das ein Verbrechen? Ist es strafbar, glücklich zu sein? Sie haben dich nicht mit meinem Jungen gesehen, haben dich nicht mit mir gesehen. Ich vermisse dich. Ruf mich an. Die Vergoldung der Maske hatte einen Sprung und enthüllte die Fäulnis darunter. Wintersons Geständnis wusch meine Schuld nicht fort. Es machte alles nur schlimmer. Ich hatte eine Verabredung mit Vlad, bei Vinny. Ein Bandenkrieg. Herr Cleaner, erledigt sie! Erledigt sie, bevor sie rauskommen! Oh. Oh. Kein Cleaner hier? Ich war immer noch ein paar Blocks von Rainys Haus entfernt. Ich musste mich beeilen. Von uns, ja. Ist von der Straße reingefahren. Wenn man von... Glaubt, der hat eine Granate geworfen, oder? Oh! Da kam eine Kugel. Dachte ich. Vor kurzem prangten überall in der Stadt die Wii-Zeichen. Jetzt konzentrierten sie sich auf die üblen Stadtviertel. Das Grab des Monsters.
Das ist eine sogenannte Trolltreppe gewesen. Oh, wir laufen Wände ein. Und wie es hier weitergeht, in der nächsten Folge von Max Payne. Bis dahin, ciao.